Hallo und herzlich willkommen hier auf Lorella.de. Wir wollen uns heute eine Funktion anschauen, und zwar diese Funktion f von x ist gleich x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 5 durch x plus 3. Wir wollen eine grobe Orientierung haben, wie diese Funktion vielleicht aussieht, und wir wollen das im Prinzip in der Polynomdivision verknüpfen. Was hier steht, ist nichts anderes als eine Polynomdivision, das kann ich ausschreiben als also die Bruchschreibweise einfach in so einer Division umgeformt. Jetzt seht ihr die Polynomdivision sehr deutlich. Nun fangen wir einfach an, wir müssen also überlegen, x multipliziert mit was gibt x hoch 3? Naja, x mal x Quadrat gibt x hoch 3. Also x Quadrat. Ich muss jetzt dieses x mit diesem Term x plus 3 multiplizieren. Das heißt, ich bekomme x hoch 3 plus 3x und das muss ich komplett abziehen. Aufpassen hier mit Minusen, also x hoch 3 fällt genau weg und hier haben wir 2 minus 3, dieses Minus legt ja auf die ganze Klammer, also haben wir hier minus x, die nächste Zahl von oben nach unten abschreiben, natürlich alles Quadrat. Wir müssen überlegen, x mal was gibt minus x Quadrat, das ist genau minus x, müssen wir durchmultiplizieren, also kommen wir hier auf minus x Quadrat. Minus x mal 3, minus 3x. Und das Ganze müssen wir wieder abziehen. Minus minus gibt plus, das heißt, das hier löst sich auf. Minus 5 plus 3 gibt minus 2x. Wir übernehmen die 5 von oben. Kleines Spielchen, mit was muss ich x multiplizieren, dass man auf minus 2x kommt? Das ist eben die minus 2. Rechnen wir das durch, dann kommt minus 2x. Minus 2 mal plus 3 gibt minus 6. So, das ziehen wir voneinander ab. Dann was kommt raus? Minus minus gibt plus, das heißt die 2x fällt hier weg. Minus minus 6 gibt plus 6, minus 5 plus 6 gibt 1. So, wir sehen hier das Problem. Bis jetzt waren wir es meistens gewohnt, dass Polynomdivisionen hier am Schluss 0 haben. Naja, was hat das bedeutet? Wenn da unten 0 rauskam, war das eine Nullstelle. Das heißt, minus 3 ist in diesem Fall keine Nullstelle. Was können wir jetzt weiter damit machen? Naja, machen wir es so wie in der Grundschule noch, als wir Division nicht komplett durchführen. Da haben wir es mit Recht hingeschrieben. Wir machen das so ähnlich. Wir schreiben plus 1, also das hier einfach hin, und sagen, naja, das müsste man eigentlich noch durch x plus 3 teilen. So, stimmt also nun die Gleichung. Was können wir damit anfangen? Nun, wenn wir das uns überlegen und x gegen unendlich oder minus unendlich gehen lassen, dann wird diese Zahl hier hinten im Nenner sehr groß. Somit wird das Ding hier an sich, das hier, eigentlich gegen 0. Das heißt, für große oder extrem kleine x sehen wir nur diesen Wert hier. Das heißt, das hier ist unsere Asymptote, dem sich unsere Funktion eigentlich annähert. Das heißt, wir haben zwar eine x hoch 3 Funktion, aber wenn man das von ganz weit betrachtet, sieht es so eigentlich aus wie x² minus x minus 2. Nun, schaut wieder mal auf der Homepage vorbei. Vielen Dank.